willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, beziehungsweise heute ist eigentlich die einzigst besondere Folge, die einzig besondere Folge, die wir je hatten. Alles andere war nur Schnickschnack, denn wir waren heute mal beim McDonald's, wie ihr seht, und der Zettel, der hört gar nicht mehr auf. Wir können den hier hochschieben und hochschieben. Ne, da ist er doch zu Ende. Insgesamt 28,92 bezahlt, ist gar nicht mal so viel. Und wir haben uns sechsmal das Happy Meal gegönnt. Das möchte ich euch gleich mal zeigen, warum. Am Ende gab es auch noch einen Blaubeer und einen Schokomuffin. So als Bonus obendrauf, wenn man das sieht, weiß ich nicht. Richtig genial auf einmal, auf jeden Fall. Ich kann euch natürlich jetzt alles vorlesen, was im ersten Menü ist, was im zweiten Menü ist, im dritten, im vierten, im fünften, im sechsten. Und ich dachte, weil das so schön aufgelistet ist und man ja seine Komponenten für ein Menü zusammenwählt, dass man eben ein Happy Meal in einer Tüte bekommt, wo dann eben da das Essen drin ist und das Spielzeug und das Getränk und der Zusatz. Leider war es nicht so. Ich dachte, ich kann mir schön sechs Tüten hier hinstellen und nacheinander auspacken. Wir haben einfach einen großen Beutel bekommen, beziehungsweise vier große Beutel. Da sind alle Getränke in einen Beutel reingeklatscht. Das andere Zeug ist in den anderen Beutel reingeklatscht. Alles durcheinander. Müssen wir es eben anders auspacken und fangen mal hier mit der Tüte an. Da sind nämlich jetzt die Getränke drin, wie ihr vielleicht hier sehen könnt. Einmal Getränke hier von McDonald's. Da haben wir eine Biomilch. McDonald's Biomilch. Ich weiß gar nicht. Ja, zwei Stück müssten das, glaube ich, sein. Genau. Hier also die andere. Noch eine Biomilch. Okay, die ist wahrscheinlich kaputt oder auf oder wie auch immer. Das ist aber interessant. Die haben nämlich schon im McDonald's drin, als sie die Milch rumgezerrt haben, ist eine ausgelaufen. Und dann haben die permanent da rumgeschmissen und dann irgendwie, dachte ich, aussortiert. Haben die etwa jetzt wirklich die kaputte Milch im Endeffekt trotzdem noch eingepackt, um nicht, also und dachten, dass das nicht auffällt. Ist auf jeden Fall schon komisch, weil die ist ja ganz, die ist kaputt. Haben sie einem die kaputte Milch eingepackt? Ich dreh durch. Vielleicht ist aber einfach die kaputt und die andere war kaputt und immer mal zwischendurch sind welche kaputt. Haben auf jeden Fall das gleiche Datum und ja, was ist, wenn ich hier drücke? Genau, ihr seht, das tropft hier einfach runter. Biomilch müsst ihr unbedingt kaufen. Die schmeckt bestimmt richtig genial. Jetzt ist ja alles vollgesaugt. Dann haben wir Bioscholle, Apfel, Birne. Einmal, zweimal, gleich dreimal. Alles gesund, alles richtig genial. So muss das sein. Tropicana, Orangensaft haben wir auch noch. Damit haben wir die sechs Getränke, also voll. Und eigentlich als Beigabe wollte ich so einmal dieses Eis haben, war aber ausverkauft. Und diese Apfeltüten waren aber auch ausverkauft. So gab es jetzt nur noch diesen komischen Fruchtquatsch. Und den dann eben bei jedem Menü, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Fruchtquatsch, wie ihr seht. Alles hier auf den Tisch, zack. Damit ist der erste Beutel leer. Und wir kommen zum nächsten Beutel. Hier haben wir jetzt drin zweimal Salat. Ist nämlich gesund, habe ich gehört. Statt Pommes. Ihr konntet ja wählen, ob Pommes oder Salat. Hier also zweimal Salat drin. Den stellen wir auch hier irgendwo in die Ecke. Zweimal mit Caesar Dressing auch dazu. Das also genial. Caesar Dressing. Es gibt ja auch dieses Balsamico. Welches hättet ihr gewählt? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Dressings lasse ich jetzt erstmal hier drin. Dann haben wir hier noch ein, was ist das? Ah, da sind die Chicken Nuggets drin. Das gab es ja auch. Ihr konntet also Chicken Nuggets wählen oder eben Burger. Wir haben jetzt hier einmal Chicken Nuggets. Mann, der ganze Tisch ist nass. Und hier drin haben wir, ich fliege überhaupt nicht mehr drin. Hier ist jetzt ein Muffin, da sind die zwei Muffins drin, der Schoko und der Blueberry. Die sind aber zusätzlich, die haben jetzt nichts mit dem Menü zu tun. Die Tüte ist also auch schon leer. Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist der Rest, Mann? Eine Tüte ist noch da.
Das sieht alles komisch aus. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben nämlich jetzt hier ein Happy Meal, genauso wie es eigentlich sein soll. So einen schönen kleinen Kasten Happy Meal. Ihr seht hier mit dem Pikachu drauf. Spielspaß mit Pokémon, ein lachendes Gesicht, eine Sammelkarte ist angeblich auch dabei in jedem Happy Meal. Wir müssen das jetzt mal aufmachen und schauen, was da drin ist. Genau, wir haben hier nämlich einmal Pommes im Happy Meal. Die stellen wir jetzt auch hier irgendwo mit hin. Einmal einen Cheeseburger bei dem einen Happy Meal. Dann weiß ich nicht, wieso waren die Chicken Nuggets extra? Was haben sie da denn wieder gemacht? Und wir haben hier einmal das rote Spielzeug mit Chip. Beziehungsweise das Spielzeug lasse ich erstmal extra, das zeige ich am Schluss. Wir haben also ein Happy Meal. Wir haben hier das zweite Happy Meal, das machen wir auch mal auf. Digga, weißt du nicht, wie man Happy Meals aufmacht? Hier also wieder eine Portion Pommes dabei. Ich stelle mal auch wieder hier hin. So, dann haben wir hier noch einen Hamburger, sehr gut, zweimal Dip haben wir auch, den, keine Ahnung, den stellen wir einfach an die Seite, nehmen das Spielzeug wieder raus, das zeigt man wieder zum Schluss, den stellen wir hier hoch, die Pommes kommen oben drauf, dann haben wir das dritte Happy Meal, wieder Pommes. Nochmal eine Portion Pommes und einen Hamburger natürlich. Also auch wieder hier dazu nochmal Dip. Noch eine Pommes, die sich verirrt hat. Das Spielzeug wieder raus. Da sind noch zwei Pommes drin. Die werfen wir einfach dahin. So. Noch ein Happy Meal und ich sehe jetzt schon, es sind nur 5 rote Boxen. Eigentlich müssten es 6 sein, haben die eins extra nicht in der Box verpackt. Hier also nochmal Pommes. Da ein Spielzeug, das kommt wieder an die Seite und hier sind die nächsten Chicken Nuggets. Die können wir auch mal groß zeigen, wenn wir den hier weggehauen haben. Hier. Chicken Nuggets, schön goldbraun auf jeden Fall. Das müsste jetzt auch schon das letzte Happy Meal sein. Ich muss dann mal gucken, ob das wirklich alles vollständig ist. Nochmal Pommes. Hier, nochmal Pommes dazu. Jetzt weiß ich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Oh. Es kann doch nicht sein, oder? Und jetzt weiß ich wirklich, dass was nicht stimmt. Hier noch einen Cheeseburger auf jeden Fall. Den stellen wir jetzt mal dahin. Wir haben also jetzt 2 Cheeseburger, 2 Hamburger. Wir haben 2 Chicken Nuggets, das passt. Dann hätten wir 4 Pommes und 2 Salate kriegen müssen. Wir haben 5 Pommes und 2 Salate. Da wollen wir uns mal nicht beschweren. Das zu trinken passt. Wir haben Chili-Soße, scharf. Wir haben Barbecue-Soße, scharf. Und wir haben Sucre mit Schnittlauch, scharf. Nein, nicht scharf. Aber wir haben komischerweise nur 5 Happy Meal Boxen statt 6. Wie macht ihr das? Wieso packt ihr nicht einfach eins nach dem anderen aus und freut euch dann? Jetzt kommen wir aber mal hier zu den Tütchen, zu dem Spielzeug, was wir haben. Das machen wir nämlich mal auf. Und wir haben zuallererst hier den grünen Ball. Und im grünen Ball ist nichts. Das befindet sich nämlich hier mit drin. Jetzt ist das auch noch rumgedreht. Jetzt müssen wir das auch noch aufmachen. Aber ich sehe jetzt schon, dass es nicht passt. Ich hasse das. Jetzt würde ich am liebsten gleich zurückfahren und würde es reklamieren. Was machen die auch für Zeug? Wir haben hier auf jeden Fall eine Karte drin. Ein Mankey. Guckt euch das an, das Mankey. Und das glitzert. Sehr genial. Ich wusste gar nicht. Die Karten sind wahrscheinlich immer so zugewürfelt. Und wir haben hier einen grünen Chip für Evoli. Evoli natürlich hier für den grünen Pokéball. Der grüne ist also da. Das ist schön. Wir werfen das wieder weg. Wir gehen zum nächsten. Wir sehen jetzt hier gelb. Alter, es kann doch nicht sein. Und was haben wir für eine Sammelkarte drin? Ein Mankey. Guck dir das an. Da ist ein Mankey drin. Also,
wie viel Pech muss man haben? Ich weiß gar nicht, wie viele Sammelkarten gibt es denn, dass man wirklich bei 6 Stück zweimal das blöde Mankey bekommt. Auf den Bildern dahinter, bei den Menüs, was das angezeigt war, das sah so gut aus. Habe ich gedacht, richtig genial. Jedes Menü hat eine besondere tolle Karte. Jetzt haben wir einfach zweimal das dämliche Mankey bekommen. Habt ihr auch Mankey? Wollt ihr tauschen? Hier aber Nebulak als Chip. Natürlich mit dem gelben Pokéball. Den werden wir jetzt wieder hier reinklacken. Legen den zur Seite. Dann gehen wir aufs nächste. Da haben wir Rot. Rot habe ich eigentlich schon. Haben wir trotzdem aber nochmal dazu genommen. Wir haben hier also den roten Pokéball. Das also das Original. Und jetzt auch was, was ich in der Vorschau gesehen habe, in der Werbung da angezeichnet, nämlich ein Alola Mauzi. Das ist wenigstens was anderes. Das nehmen wir hier dazu. Und Rot, wie kann es anders sein, ist ein Pikachu. Pikachu also in den roten Pokéball Nummer 3. Dann geht es weiter mit Orange. Alles Plastikmüll, Alter. Ich raste aus. Und Orange, ich verstehe eh nicht, wie die das zusammenwürfeln. Jetzt habe ich nämlich im Prinzip Mauzi als Chip. Das hätten sie ja eigentlich hier. Es ist eine Magma-Karte. Magma, finde ich cool. Aber Mauzi, Alola Mauzi als Chip. Wieso haben die das nicht bei dem Alola Mauzi, wieso haben die Alola Mauzi-Karte nicht in den Alola Mauzi-Ball gemacht? Das ist alles sehr konfus, sage ich euch. Ist auf jeden Fall orange mit einem Alola Mauzi. Kommt auch in den Ball. Wir haben noch, jetzt perfekter Übergang. Eben hatten wir noch die Karte von Magma. Jetzt weiß ich auch, was fehlt. Bruder, jetzt weiß ich, was fehlt. Wir sind nämlich jetzt... Nö, es fehlt nicht. Hä? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Wieso ist das denn jetzt einzeln drin? Das war immer zu mit eingeschweißt. Jetzt haben wir den pinken Pokéball, den rosanen, mit Magma. Stecken wir auch hier rein. Und haben da eine Karte drin, wo diesmal aber nicht der Chip mit in der Karte einverschweißt ist, wie bei allen anderen Sachen. Wir packen das trotzdem mal aus und haben ein Pikachu. Guck doch mal, wie süß. Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und jetzt die Krönung, die Frechheit. Noch ein gelber Ball. Was fehlt? Der blaue Ball fehlt. Das Onyx ist nicht da. Der blaue Ball mit dem Onyx. Ich habe extra bestellt. Ich habe es nicht bei den Personen gesagt, dass die es falsch eingeben können. Ich habe es extra bestellt an dem Terminal, wo du auf das jeweilige Spielzeug drückst. Es stand auch da, dass alles verfügbar ist. Und die haben so einen Wirrwarr da vorne gemacht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was so schwer ist, ein einzelnes Happy Meal zusammenzufügen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den gelben Ball einfach doppelt. Warum? Ich wollte 6 Happy Meals mit 6 Spielzeugen, dass ich einfach alle habe. Jetzt habe ich den gelben Ball nochmal. Dadurch fehlt mir jetzt also der blaue Ball. Das Onyx ist nicht da. Gucken wir uns aber gleich die Karte nochmal an. Vielleicht habt ihr ja ein blaues Onyx mit dem blauen Ball und wollt das tauschen gegen ein gelbes Nebulak. Wenigstens haben wir noch eine andere Karte hier. Raupi. Raupi ist cool auf jeden Fall. Und wir nehmen den gelben Ball, das gelbe Nebulak, stecken das noch da rein. Sind trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass der Plan nicht aufgegangen ist, da wir doch alle Dinger haben wollten und es so nicht funktioniert hat. Jetzt breiten wir das alles hier irgendwie noch ein bisschen schön aus. So und so und so und das hier hin und das dahin. Das hier als letztes. Mal gucken, ob das jemanden auffällt, wenn man das so daneben legt. Die Karten können wir auch noch mit hinlegen. So, 4, 5, 6. Wunderbar. Ach so, da fehlt ja noch eins. Da fehlt doch noch eins. Die Dips legen wir auch noch hier an den Start. Das kommt weg. Jetzt haben wir lauter Müll. Und wir können euch nochmal zeigen, wie das hier aussieht. Mit einer kleinen Kamerafahrt. Dann wisst ihr Bescheid, was bei uns so abging.
Ich fand es auf jeden Fall eine coole Aktion. Wenn es jetzt was anderes gewesen wäre, hätte ich das natürlich nicht gemacht, aber dadurch, dass das den Bezug zu Pokémon hatte und dass er eigentlich auch ein Pokémon Go Kanal ist, hat mir das Spaß gemacht, wollte ich das mal machen, sollte aber jetzt auch genug sein. Jetzt muss ich trotzdem nochmal auf die Suche gehen nach dem Blauen. Oder wenn ihr ein Blaues habt, schickt es mir zu, ne? Wir tauschen dann ein Gelbes gegen ein Blaues. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie das hier aussieht im Ganzen. So, ihr seht ja also 1, 2, 3, 4, 5, die sechste fehlt. Dafür aber einen ganzen Tisch voll mit Saladen, mit Schorlen, mit Milch, die ausläuft, mit Saft, mit einmal zu viel Pommes, mit Dip, mit zweimal denselben Karten von Menki und mit doppelt gelbem Ball, obwohl wir ja einen blauen bestellt haben. Also, das kann so nicht angehen. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Das lassen wir uns jetzt munden. Jo. Und würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Habt ihr auch so einen Pokéball bekommen? Wart ihr auch bei McDonald's? Habt ihr euch auch sowas gegönnt? Was ist eure Lieblingskarte? Was ist euer Lieblings-Pokéball, euer Lieblings-Pokémon, was es darin gibt? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.